Im Tannwerk bei der Sparzentrale in St. Pölten werden wöchentlich 87 Tonnen Wurst- und Selchfleischprodukte hergestellt und dazu noch weit über 2000 Schlachttiere verarbeitet. Jetzt ist das Werk an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Deshalb wurde nun der Grundstein zur Erweiterung um rund 7000 Quadratmeter Produktionsfläche gelegt. Dieser Ausbau kommt vor allem der heimischen Wirtschaft zugute. Das schafft zum einen mehr Absatzmärkte für unsere Bäuerinnen und Bauern und zum anderen auch mehr an Qualität, was der Konsument letztendlich dann auf den Tisch bekommt. Wir investieren 43 Millionen Euro in diesen Ausbau, um unsere Kunden noch besser bedienen zu können. Der geplante Ausbau bringt auch rund 100 neue Arbeitsplätze nach St. Pölten. Es ist natürlich auch ein Betrieb, der sehr auf Ausbildung setzt, vor allem im Bereich der Lehrlingsausbildung, ganz massiv tätig ist. Spar ist damit für die kommenden Jahrzehnte sehr gut gerüstet.